Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr am Start seid. Noch mehr, muss ich sagen. Ich fast schon wie ein kleines Kind freue ich mich über dieses Video, denn wir haben wieder richtig viele zahlreiche Änderungen. Viele von euch sagen immer Änderungen, voll doof, scheiße. Ich freue mich immer richtig krass darüber. Änderungen sind geil und dabei betreffen sie nicht mal mich. Es sind fast AD-Carry-Änderungen nur. Beziehungsweise auch alle Champions, die irgendwie so ein bisschen Crit bauen oder Lifesteal-Items, ja. Ja. Bevor wir damit anfangen, erstmal kurz hier, es gibt drei neue Skins und zwar Pulsefeuer Twisted Fate ist das hier tatsächlich, dann gibt es noch Shen und Riven. Ja, die Skins sind so 1350, denke ich jetzt einfach mal, weil sehen okay aus, ja, ist nicht ultra krass. Was ich krass und scheiße zugleich finde, ist seine Ultimate, ja. Das heißt, wir aktivieren sie und ihr seht, das alles, diese kleine Kugel und das auch alles, diese kleine Kugel. Sieht erstmal ein bisschen enttäuschend aus, was aber heftig ist, ist der Typ, du siehst die Ult einfach nicht. Der Typ wird irgendwann auf der Botlane neben dir aufploppen und du denkst, was ist hier los? Botlane-Party schon wieder? Aber okay. Grundsätzlich, bevor wir mit dem Video anfangen, hier gibt es auch wieder ein Ziel und eine Problematik. Also, was ist das Problem an AD-Carries? AD-Carries sind grundsätzlich erstmal relativ stark aktuell und es gibt zwei verschiedene AD-Carry-Arten. Es gibt die skalierenden Late-Game-AD-Carries, sowas wie Jinx. Ja? Crit-Items bauen, Early-Game nicht so geil, Late-Game-Kanone. Ja, und dann gibt es genau die Gegenteil ADKs, die im Early Game gut sind und im Late Game aber eher Drop. Das heißt, sowas wie Draven und Lucian, ja, sehr, sehr stark im Early Game. Und die zersmashen, aber sind halt, verlieren sehr, sehr schnell an Power. Und das Problem ist, selbst wenn ein solcher seine Lane, also wenn er sie natürlich 5-0 stompt, dann ist meistens GG. Aber wenn du deine Lane nur leicht gewinnst, wird der AD Carry, der gegnerische Crit AD Carry, meistens nicht so weit behind geworfen, dass das Game vorbei ist, sondern er kriegt so viele Möglichkeiten, dass er schnell genug stark wird und trotzdem Impact hat. Das heißt, er braucht nur ein Infinity Edge und ein Seal und dann ist er schon trotzdem für einen Champion sehr, sehr stark. Ja, hat viel Crit, hat viel Damage. Und dieses Problem soll ein bisschen verändert werden. Das heißt, es wird auf jeden Fall viele Buffs geben für Champions, die kein Crit bauen, sowas wie Draven und Lucian, ihr könnt euch schon mal freuen. Und auch, denen mehr Möglichkeiten gegeben, im Early Game mehr zu rasieren. Das heißt, fangen wir zunächst einmal an. Ja, es wird sich sehr, sehr viel im Crit drehen. Zunächst haben wir die Seal-Item. Die kosten jetzt 200 Gold mehr, wie wir sehen, statt 2,6, 2,8. Ja, das ist mehr oder weniger alles. Und auch Seal wurde teurer gemacht. Und dadurch ist natürlich schon mal der Crit-AD-Carry an sich genervt worden. Was wir ebenfalls sehen, wenn wir hier auf Critical Strike gehen, ist, es gibt kein Cloak of Agility mehr. Das heißt, dieses Ding ist das einzige Crit-Item. Das ist natürlich ein hartes Problem für Yasuo. Da werden wir aber gleich noch drauf eingehen. Gehen wir dann weiter zum Infinity Edge. Ne? Weil man könnte ja sagen, hä? Cloak of Agility, das brauchen wir doch für Infinity Edge. Infinity Edge wird ziemlich sehr verändert. Und zwar alleine schon der Item-Bild. Ne? Double Infinity, Double BF Sword. Ist natürlich GG, ne? Das Teil hat jetzt 80 AD und andere Effekte. Das heißt, es gibt euch kein Crit mehr. Das ist nur noch 80 AD. Doubles your critical strike chance. Das heißt, dasselbe wie Yasuo auf seiner Passive hat. Und 20% von eurem Critical Strike Damage wird in True Damage verwandelt. Das heißt grundsätzlich, wenn ihr Infinity Edge baut, habt ihr 0% Crit. Das Ding ist useless als First Item. Ja? Ihr könnt nichts davon verwenden, außer die 80er AD. Das heißt, das Ding wird nicht als erstes gekauft. Aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Statics dazu habt, dann habt ihr ganz schnell 60% Crit. Einfach 60 direkt. Und ihr könnt jetzt sehen, immer wenn wir critten, wird da eine Zahl True Damage bei sein. Ja, 20%. Ihr seht, das ist gerade bei dem sehr, sehr viel, weil er halt 1000 Armor hat, also 100. Hierzu muss gesagt sein, warum True Damage. True Damage ist im Early Game schlecht, weil die Champions sowieso keine Resistenzen haben. Da wäre ein Critical Strike Amplifier, also mehr Crit Damage, wie es vorher war, deutlich besser gewesen. Da crittest du einfach so einen Champion komplett aus dem Leben. Und im Late Game stärker, also eine scalende Geschichte. Sobald du diese zwei Items hast, ist es nicht ganz so stark, wie ich ja erwähnt habe. Ja, das heißt, es braucht mehr Zeit, es muss scalen. Außerdem wurden die Stats der AD Carries etwas verändert. Das heißt, alle AD Carries haben weniger Armor, dafür mehr HP. Ja, ganz grob gesagt. Was ebenfalls diese Geschichte etwas nerft. Gehen wir weiter und zwar zum Essence Reaver. Der Essence Reaver ist, da freue ich mich richtig drauf. Ich baue ihn ja sowieso relativ gerne, meistens nur wegen den CDR, wenn ich so CDR-Crit-Geschichten spiele. Was wird mit diesem guten Mann getan? Zunächst hat er jetzt 20% Cooldown, was geil ist, vorher hatte der 10. Und er refundet 1 Mana pro Auto-Tag. Das ist ganz nett, ich glaube, das muss noch ein bisschen gebufft werden. Was aber wirklich krass ist, sobald ihr eure Ultimate verwendet, kriegt ihr 30% Attack-Speed für 8 Sekunden. Und 20% von eurem Non-Ultimate-Cooldowns werden reduced. Falls ihr das nicht verstanden habt, schaut euch mal an. Wir drücken Ultimate und jetzt wird gecastet. Guckt euch das hier an. Oh, stopp. Wir müssen, Moment, ich habe hier noch die CD-Dinger an. Das heißt, machen wir ganz fix aus.
So, drücken wir mal hier. So, das heißt, wir machen unsere Ultimate an. Und jetzt casten wir, was das Zeug hat. Checkt euch das hier. Wie das reduced wird, Alter. Also, wenn das nicht heftig ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, das ist ja überkrass. Vor allem, wir haben halt jetzt nur zwei Spells. Hätten wir noch einen dritten Spell, wird der auch die ganze Zeit reduced werden. Kann ich mir wirklich heftig vorstellen. Natürlich, das Ding hat 3 Sekunden Cooldown. Das heißt, ihr könnt das jetzt nicht irgendwie auf Niederlee permanent proppen oder so. Aber ich denke, es wird einige Champions geben, die damit überkrass ausrasten werden. Ich denke, für Lucian wird es super geil sein. Stelle ich mir einfach mal vor. Der wird die ganze Zeit durch die Gegend springen. Man muss natürlich gucken, mit der Ultimate ist ein bisschen schwer. Vielleicht macht man sie nur kurz an, wieder aus. Aber er springt, 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 springt und schießt. Es wird überkrass werden, glaube ich. Und vielleicht auch für einige andere Champions. Vor allem ist das jetzt nicht mal mehr ein Crit-Item. Das können jetzt alle Champions mehr oder weniger, die irgendwie AD bauen. Zum Beispiel eine Riven. Riven könnte das auch komplett feiern. Ich denke, da gibt es unendlich viele Champions, das ist geil. Vielleicht auch für Yasuo. Er ultet rein und jeder Auto-Tank. Cooldown, 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 Cooldown. Ja, ist ein bisschen, ja, für Yasuo vielleicht nicht ganz so geil, aber weil seine E eh keinen Cooldown hat. Aber gut. Weiter geht es, meine Freunde. Und zwar haben wir jetzt Armor-Pen-Items, ja. Armor-Pen-Items, ja, vielleicht können sich die meisten gar nicht mehr dran erinnern. Einige vielleicht schon. War nicht immer, wie es jetzt ist. Es ist Bonus-Armor-Penetration. Das heißt, wenn ihr euch zusätzlich Armor kauft, zum Beispiel 40, dann werden davon 35% penetriert. Ja, allerdings, wie wurde es jetzt wieder geändert? Und zwar ist es so, Total Armor Penetration, meine Freunde. Ja, ich denke, da werden sich super viele ADKs drüber freuen. Das heißt, egal, ob der Gegner Armor-Items gekauft hat oder nicht, ihr werdet immer 35% von seiner Armor wegpenetrieren. Das heißt sogar dieser Dude, ja, Bonus-Armor wäre immer das, was da hinten in grün steht. 100 machen wir jetzt also mehr Damage, obwohl er keine Armor gekauft hat. Ich muss sagen, finde die Änderung nicht ganz so geil, weil aus taktischen Gründen. Ja, vorher hast du gesagt, du baust Lord Dominic zum Beispiel in gewissen Situationen. Entweder du baust es, die Gegner stacken Armor, ich baue es, oder die Gegner stacken keine Armor, ich baue es nicht. Ja, ist so ein bisschen Entscheidungskraft. Ist es worth für mich? Ab wann wird es worth? Etc. Jetzt ist es einfach so, du baust es jedes Game. Ne? Das ist einfach so ein Standard-Item. Klar, Seal und so baut man auch jedes Game, aber ja, weiß ich nicht. Das ist natürlich ein immenser Buff für ADKs. Klar, wir sehen hier, das Ding hat nicht mehr diesen Giant Slayer, der ist weg und auch dieser Giant Slayer-Effekt ist nicht mehr da. Das heißt, hier ist ein bisschen ein Nerf, aber ich denke, overall ein Buff. Das Ding hier hat immer noch seinen Hero Reduce, allerdings nur 25% Armor Penetration. Grundsätzlich kann man auch sagen, ist es jetzt für Assassins super geil geworden, dieses Item, weil wir kriegen dadurch mehr Armor Penetration zusammen. Ja, das heißt, 35% selbst von den ADKs, wir werden True Damage an ADKs machen, das ist, was ich euch sage. Natürlich profitiert ihr davon, aber auch wir Assassinen werden davon profitieren. GA wird etwas verändert, das heißt, GA hat jetzt etwas mehr, kostet mehr, hat mehr AD, hat mehr Armor. Außerdem wird es so sein, dass ein paar Items, Preise geändert werden. Das heißt, Blutdürster kostet 200 Gold weniger, Blade of the Rune King kostet 200 Gold weniger. Hier überall wird so ein bisschen was verändert. Das sind kleine Sachen. Wenn euch das wirklich interessiert, dann packe ich euch den Link in die Beschreibung. Könnt ihr abchecken. Kommen wir zu unserem neuen Item. Ja, darauf wartet ihr wahrscheinlich schon. Und zwar der freaking fucking Stormraiser. Was kann der Stormraiser und warum ist der für Draven so geil? Der Stormraiser macht, nachdem ihr 2,5 Sekunden nicht angegriffen habt, dass euer nächster Critical Strike oder euer nächster Basic Attack Critical Striken wird. Also Kritten, ja. 2,5 Sekunden nicht angreifen, Krit. Ganz einfach. Das Lustige hier dran ist, oder was heißt, es ist nicht lustig, es ist logisch. Ihr braucht keinen Crit, ne? Ihr greift 2,5 Sekunden nicht an, Crit. 2,5 Sekunden nicht angreifen, Crit. Oder auch nicht, jetzt Crit. Crit. Jetzt. So, ich habe zu früh angegriffen. 2,5 Sekunden nicht angreifen, Crit. Okay, jetzt haben wir es. So, das Ding hat außerdem Attack Damage und Attack Speed, ja, das heißt, ja, Attack Speed ist jetzt vielleicht nicht so geil für so Champions wie Draven, also es geht, kann er auch auf jeden Fall verwerten, aber Attack Damage. Das war aber natürlich noch nicht alles. Sobald ihr crittet, dann kriegt ihr 25% Attack Speed und 8% Movement Speed für 1,5 Sekunden, ja, das heißt, ihr crittet den Dude und könnt ihm richtig, oder ein bisschen schneller, wenn ihr dann noch Schuhe, schnellere Schuhe etc. habt, vielleicht noch einen Movement Speed Buff wie Draven sein W, dann könnt ihr da richtig hinterherjagen. Das Problem ist, dass dieses Item sich so ein bisschen selber countert, meiner Meinung nach, ja, also das heißt, wenn ihr nicht angreift, crittet ihr. Für Draven, ne, du stehst auf der Lane, haust ihm das Ding an den Kopf. Du wartest, haust ihm das Ding an den Kopf. Der hat ja meist sowieso nicht so viel Attack Speed. Das ist super heftiger, krasser, überheftiger Shit, glaube ich. Also, holy shit, wird das heftig. Der crittet dich einfach nach dem First Item permanent weg. Guter, ja. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich kein ADK spiele, aber aktuell queue ich ihm als ADK so ein bisschen. Also, Second Brawl. Aber ich krieg's nie. Ja.
Das Ding ist aber, ja, das heißt, du willst eigentlich nicht angreifen, damit du diesen Crit bekommst, kriegst aber, sobald du gekrittet hast, mehr Attack Speed. Ja? Was wieder bedeutet, du sollst mehr angreifen. Ist also so ein bisschen wahrscheinlich vielleicht auch zu, also entweder zum Poken oder zum Engagen All-In. Ja, sobald du dann einmal gekrittet hast, dann gibst du ihm halt volle Möhre mit deinem Attack Speed. Ne? Vielleicht mit Essence River noch zusammen oder so, dann könnte echt überheftig werden, so, ne? Also wirklich überheftig. Schmeißt dann noch deine Draven Ult mit da rein und zack, kriegst du einfach den Über-Cooldown wieder, weil du so viel Attack Speed hast. Muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Könnte auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich interessant werden. Problem ist natürlich, für wen es nicht interessant wird, ist Yasuo. Ja, also für Yasuo wird's knifflig. Er geht Phantom Dancer kaufen, hat 60% Crit und jetzt, erstmal kann er kein Cloak of Agility kaufen, was ihn relativ rippt, muss man definitiv sagen. Und, ja, dieses Ding ist halt nicht ganz so geil, weil True Damage, okay, er wird damit überkrass für True Damage haben, weil er noch Conqueror mit am Start hat, dann hat er noch diese True Damage. Aber Double Your Critical Strike Chance braucht er einfach nicht, ne? Er hat 60% und dann kommt noch seine Passive dazu. Er kommt auf 120% Crit mit diesen zwei Items, ja? Du willst nie mehr Crit haben, als du eigentlich haben kannst, weil es keinen Sinn macht. Du verschwendest quasi Gold in Stats, die dir nichts bringen. Das ist genauso, als wenn du nur 40% CDR haben kannst und dann zusätzliche CDR kaufst. Ein Item mit zusätzlicher CDR. Dann hast du, selbst wenn das Item geil ist, Geld dafür verschwendet. Natürlich mittlerweile ist das CDR-Problem nicht mehr so wegen dieser Rune. Aber hier gibt es tatsächlich keine Ausweichmöglichkeit. Außerdem kann ich euch schon mal sagen, wird es eine neue Rune geben im Domination-Baum, im roten Baum. Eine Keystone. Das heißt, ihr kriegt für die ersten drei Auto-Tags irgendwie super viel Attack-Speed dazu, so 50% oder mehr sogar vielleicht. Allerdings solltet ihr 1,5 Sekunden dazwischen nicht angreifen oder so, ist es sofort weg. Ne? Irgendwie so, ist noch in der Planung, gibt es noch nicht. Was noch geändert wird, ist der Dominion-Dematerialisierer. Und zwar ist es so, dass bei diesem ihr jetzt andere Effekte bekommt. Das heißt, ihr löst immer noch ein Viech auf. Allerdings bekommt ihr jetzt für einen Nahkämpfer ein Armor, ein Movement-Speed pro Nahkämpfer, den ihr auflöst. Für Fernkämpfer kriegt ihr ein Magic Resistance 0,6 AD oder 1 AP. Adaptiv, je nachdem, was ihr braucht. Und wenn ihr eine Kanone wegmacht, kriegt ihr 10 AP und 1% Damage an Epic Monstern. Ja, muss man mal gucken. Und Strukturen, glaube ich. Muss man mal gucken, wie sich das Ganze auswirken wird. Weiß ich noch nicht so ganz. Sind auf jeden Fall krass coole Änderungen, muss man einfach sagen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drüber. Bei Yasuo muss man halt echt schauen, ob man jetzt irgendwie das Infinity Edge auslässt. Diesen zusätzlichen Crit Damage hätte auf jeden Fall besser gebraucht, glaube ich. Ob man vielleicht jetzt einfach das hier geht, dann hat man auch zu viel Crit. Ja, ich wünsche euch was. Haut mir absolut gerne eure Meinung rein, was ihr davon haltet. Ich bin damit raus. Auf Wiedersehen und tschüss.